Liebe Freunde des gepflegten Kartenspiels, es ist mal wieder an der Zeit, euch zu zeigen, welche Produkte ihr jetzt nicht kaufen sollt, da die total überteuert sind. Ich habe 3 Stück mitgebracht, von denen ihr die Finger lassen solltet. Stattdessen habe ich euch immer Alternativen, die ihr kaufen könnt. Ja, unfassbar. So ein Preis für ein normales Draft Booster Set ist einfach Wahnsinn. Und wir wissen nicht mal genau, was in dieser Edition drin sein wird. Ja, ich gehe davon aus, dass sie sich hier nicht lumpen lassen. Jedes Commander Set, jedes Commander Deck braucht eigentlich Fetchländer. Und die waren sehr lange nicht mehr dabei. Es gibt auch viele Leute, die unglücklich waren mit den Khans of Tarkir On-Color Fetchländer mit dem Artwork. Und ich vermute, dass hier die On-Color Fetchländer drin sind. Könnte sein. Wenn es nicht so ist, dann wird diesem Set einiges an Value fehlen. Die Länder habe ich eigentlich schon bei Herr der Ringe erwartet. In einem schönen Design, sind nicht gekommen. Sieht so aus, als würde Wizards hier sich diese Länder aufsparen für ein Set, wo sie vielleicht sagen, ja, wir sind nicht so ganz sicher, ob das erfolgreich sein wird. Bringen wir doch hier die On-Color-Fetch-Länder mit, damit das Set auch letztlich zum Erfolg wird. Aber ich glaube tatsächlich immer noch, dass sie hier in Commander Legends drin sein werden. Es wurde bisher eine Liste revealed an wenigen Spoilern, also wenigen Karten, die wir schon kennen. Und da ist für mich jetzt zum Beispiel der Jeweled Lotus dabei, der auch schon kräftig im Wert gesunken ist seit dieser Ankündigung. Und sobald auch hier diese Karten aufgemacht werden, wird die weiter fallen. Ähnlich war das zu Double Masters 22, wenn ihr da schaut, da gab es das Imperial Seal. Da wurde die Edition mega gehypt, der Preis der Displays ist einfach in die Höhe geschossen, nachdem diese eine Karte revealed wurde. Und jetzt schaut mal so ein Jahr später mal rein, was ist jetzt passiert mit der Karte. Die dümpelt jetzt zwischen 60 und 70 Euro. 70 Euro in einem Full Artwork für so eine Karte, die früher eigentlich nur in diesem Portal drin war und deutlich mehr wert war, und jetzt wirkt so, als würde kaum jemand diese Karte noch brauchen. Ja, 70 Euro für sowas, das den Preis so getrieben hat, ist eigentlich der Wahnsinn. Und das könnte auch hier mit den Karten bei Commander Masters passieren. Und letztlich könnten auch die Preise wirklich runterkommen für diese Displays, je nachdem, was jetzt noch angekündigt wird. Von daher würde ich auf jeden Fall die Hände weglassen von den Draft Booster Boxen. 280 Euro für 24 Booster, das ist einfach der Wahnsinn. Da ist ein Potenzial da, dass diese einfach abstürzen, dass ich da einfach warten würde. Wenn du die unbedingt haben willst, lass dir ein bisschen Zeit. Ich glaube nicht, dass es eilig ist und dass die noch viel teurer werden. Außer es wird natürlich jetzt hier irgendwas noch angekündigt, was den Preis treibt. Aber selbst dann, ich finde den Preis jetzt schon unglaublich hoch. Was ich jetzt stattdessen machen würde, aus dieser Edition Commander Masters, sehr interessant, sind vor allem die Commander Decks, und zwar 2 Stück. Und da hast du zum einen die Eldrazis, diese riesigen Viecher, ja, die mögen ganz viele Leute, die sind einfach diese Weltenzerstörer, ist einfach episch, so ein Deck sich vielleicht als Commander zu bauen. Und das andere, da gibt es eine ganze Fangemeinde, das sind die Sliver. Und die Sliver, die haben auch ein eigenes Commander-Deck. Und wenn man jetzt hier so das anschaut, auch bei Card Market, oder ich habe auch schon US-amerikanische Content-Creator gesehen, die sagen auch, die Preise für diese 2 Decks und die Nachfrage sind enorm. Wie gesagt, Card Market stützt auch wirklich diese These. Wenn ihr reinschaut, da sind deutlich weniger von diesen. Ich habe mir jetzt noch wirklich schnell diese 2 Decks auch besorgt. Das ist für mich eine viel sinnvollere Investition und sichere Investition, die jetzt vom Preis nicht runtergeht, wenn du denn Produkte zulassen möchtest. Wenn du natürlich unbedingt irgendwas spielen möchtest, dann würde ich dir anstatt einer Commander Masters Draftbox zum Öffnen lieber die OG Commander Legends Displays empfehlen. Da könntest du wie 2 Stück davon bekommen. Da ist auch der Jeweled Lotus drin und ein Haufen andere Karten, wo wir einfach wissen, dass da Wert dabei ist. Einfach 2 von diesen kaufen anstatt einer Commander Masters Draft Booster Box.
Das nächste, was ich jetzt mitgebracht habe, ist eine Draft Booster Box und zwar von Phyrexia All Will Be One. Und zwar sieht die vom Preis her ein bisschen eklig aus, wie ich finde. Es ist eine tolle Edition, aber für eine Draft Booster Box über 100 € oder 105 € zu bezahlen, das möchte ich nicht. Ich möchte, wie gesagt, Draft Booster Boxen kaufen, wenn ich sie für etwa 90 € bekomme. Wie ist das heutzutage noch möglich? Und zwar ist es durchaus machbar, wenn man zum Beispiel auf eBay oder jetzt besser Kleinanzeigen schaut und dort einfach offen ist und sich so überlegt, ich suche jetzt nicht genau dieses eine Produkt, aber ich habe zum Beispiel noch kein Phyrexia All Will Be One in meiner Sammlung, in meiner Draft Booster Box Sammlung. Jetzt habe ich hier eins tatsächlich gekauft, ja. Und das Gute daran, Kleinanzeigen, habt einen sicheren Händler genommen, der auch gute Bewertungen hat, ja, und da habe ich jetzt einfach wirklich diese Box gekauft, inklusive Versand, für 85 €. Klar hast du vielleicht so ein minimales Risiko, dass da irgendwas kaputt ist, aber hier hat der Verkäufer auch wirklich die Fotos reingestellt. Da muss man ein bisschen vielleicht besser aufpassen, wie wenn man es jetzt auf Card Market kauft. Aber ihr könntet natürlich auch hier einfach einen Kaufschutz abschließen, wenn der Verkäufer das anbietet, und dann seid ihr da auch eher auf der sicheren Seite, wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte mit dieser Box. Also 85 € für eine Draft Booster Box, so kaufe ich das ein, aber nicht für 105 €, meine Freunde. So, der dritte Punkt, das dritte Produkt, das ihr auf keinen Fall kaufen solltet zu einem überteuerten Preis, sind für mich tatsächlich, auch wenn ihr mich da dafür hasst und mir widersprechen wollt, die Lord of the Rings Collector Booster Boxen. Der Preis ist einfach extrem in die Höhe geschossen. Dabei gibt es den Ring tatsächlich nur in englischsprachigen Collector-Displays. Und trotzdem, auch die Deutschen gehen jetzt auf die 400 € hoch. Klar, diese tollen Artworks und so möchte man haben, man möchte nichts verpassen. Aber ich glaube, Wizards weiß genau, dass dieses Produkt enorm gekauft wird und wird es auch genügend printen. So dumm sind die nicht, dass sie das so knapp nur beliefern. Jetzt für den Anfang haben sie alles richtig gemacht, so wie es aussieht. Sie haben nicht so viel Produkt auf einmal auf den Markt geschmissen, so dass jetzt der Preis einfach direkt steigt und das Ganze nochmal unterstützt, dass man sagt, das ist das beste Set aller Zeiten. Auch sie gehen davon aus, dass sich das Set am besten verkaufen wird von allen Magic-Sets jemals. Ob es dazu kommen wird, ja, sehen wir dann. Aber ich kann mir es auch sehr gut vorstellen, dass es dazu kommt. Der Hype ist einfach enorm. Das habe ich jetzt auch länger nicht mehr erlebt. Wir kommen ständig neue Videos. Es kommen täglich neue Videos zu diesem Set heraus. Jeder freut sich einfach drauf. Und ja, warum soll man jetzt keine Collector Booster Box kaufen? Ganz einfach, ich sag's euch. Die Preise sind jetzt einfach viel zu hoch dafür. Jetzt sollte man einfach warten, nicht mehr vorbestellen. Es wird so sein, dass diese Preise sinken, und selbst wenn nicht, dann werden ein Haufen Singles auf den Markt geschmissen, und dann, wenn du jetzt 2, 3 Monate wartest, hol dir dann die Einzelkarten, die du unbedingt haben möchtest. Die Preise werden runterkommen und ich glaube auch, dass deutsche Collector-Boosterboxen diesen Preis nicht standhalten können. Aber die Englischen, solange der Ring nicht geöffnet wird, wird immer irgendwo die Gier der Leute, die Lotterie, im Hinterkopf sein, dass diese Collector Booster Boxen, die Englischen, ihren Preis beibehalten und vielleicht sogar noch weiter steigen. Mit dem Sinn, ja, mit dem Gedanken, es wurde ja immer noch nicht der Ring gefunden, der muss irgendwo drin sein und ich bin derjenige, der ihn jetzt aufmacht. Und schaut mal hier, es gibt tatsächlich auch schon so eine Trading Card Company, die hat den Preis ausgeschrieben mit einem Verfallsdatum, 1 Million $ wanted. Wahnsinn, 1 Million $, wenn du den Ring findest, ja, dann hast du ausgesorgt. Aber das ist natürlich reine Lotterie. Wie ich gesagt habe, glaube ich, dass es tatsächlich einfach viel mehr geprintet wurde.
Und die Chance auf so einen Booster, einen englischen Collector Booster, ist die Chance auf den Ring so klein, diesen zu finden, das ist wie wenn du Lotto spielen würdest. Und ja, ich möchte auf jeden Fall nicht irgendwie gamblen und einen Haufen Geld ausgeben und nachher ist das alles nicht drin und dann habe ich Karten, die im Preis in ein paar Monaten einfach total gefallen sind und ich habe 400 € für so ein paar wenige Collector-Display-Booster bezahlt, muss nicht sein. Stattdessen habe ich mir aber etwas anderes besorgt, und zwar die Commander-Decks von Herr der Ringe. Und zwar alle vier zusammen, dann kann man noch ein bisschen sparen, wenn du alle dir besorgst. Denk bitte an die Warhammer 40k-Decks, da wurde ich auch schon belächelt, da hat auch schon mich zum Beispiel ein Inhaber eines bekannten Stores, eines Imperiums, Kartenimperiums, da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zurechtgeschützt. Ja, wie kann ich denn dieses Produkt empfehlen? Die Commander-Decks von Warhammer, die werden noch geprintet und fallen dann auf 150 € pro Box. Das ist Blasphemie! Das ist Wahnsinn! Wahnsinn. Das ist Der magische Investor! Und wie ist es jetzt gekommen? Es ist genau das Gegenteil eingetroffen. Die sind kurz abgesunken, aber nie auf 150. Und jetzt sind diese Dinger weit über 200. Und ich hatte sie euch am Black Friday für 166 vorgestellt. Ja, also man weiß es nicht genau, aber ich denke, das ist ein Vergleich, der wirklich auch hier treffend sein kann. Du kannst die Commander Decks von Herr der Ringe, die jetzt günstig zu haben sind, die werden auch sicherlich gefragt sein. Auf MTG Goldfish sieht man nun die Pre-Constructed Decks von Lord of the Rings, und zwar Hosts of Mordor, sehen wir hier. Da sind die ganzen Karten schon geleakt, die dort in den Decks sind, und es fällt auf, dass da ganz schön was an Qualität dabei ist. Das sind einige Reprints, wie wir hier sehen. Auch die Painländer sind mit dabei, aber auch bei der Länderbasis hast du wirklich starke Länder, die du im Commander verwenden kannst, wie hier zum Beispiel Foreboding Ruins oder Frostboil Snarl und auch hier oben Drowned Catacomb im Host of Mordor Deck, und auch die anderen Decks sind ähnlich stark aufgebaut, was das angeht. Und das finde ich schon sehr interessant. Es hat viel, viel Qualität in diesen Commander Decks drin. Schaut euch die Listen dann mal in Ruhe wirklich an. Es hat auch starke Removal wie Path to Exile und Swords to Plowshare, also wirklich legitime Commander Decks. Und das im Herr der Ringe-Style. Also denke ich, diese Decks werden sicherlich sehr, sehr beliebt sein, wenn sich das erstmal rumspricht und dass die Qualität da auch passt, aber auch der ganze Flavor noch dazu. Stell dir vor, du hast einfach alle vier Stück und kannst mit denen gegeneinander spielen, mal ab und zu eine Runde. Das hört sich richtig, richtig lukrativ und schön an. Deswegen für mich ganz klar, diese Commander-Decks sind hier ein Muss. Da würde ich jetzt zuschlagen, die sind preislich, einfach im Vergleich auch zu Draft Booster Boxen oder Set Boxen, wie ich finde, viel, viel spannender. Wenn du sie denn behalten möchtest, noch nicht aufmachen möchtest, klar, wenn du jetzt sagst, ich möchte draften oder die Karten einfach aufmachen, spricht nichts dagegen, sich so eine Draft Booster Box und Set Booster Box zu holen. Deswegen spreche ich hier auch eher von den Collector-Boostern, von denen man die Hände weglassen sollte, weil die einfach total überteuert sind. Lasst mich eure Gedanken über diese Preistreiberei von Wizards wissen. Geht ihr da mit? Oder sagt ihr vielleicht wie ich, nein, ich bin jetzt einfach nicht mehr so viel in Magic, ich besorge mir vielleicht andere Produkte. Zeitgleich zu Commander Masters kommt eigentlich mehr oder weniger auch Disneys Lorcana. Wer hat sich da vielleicht schon etwas vorbestellt? Ich bin da auf jeden Fall mit dabei. Und was ich jetzt neulich auch gemacht habe, ich habe mich weitergebildet in dem Spiel Flesh and Blood. Und da habe ich mir jetzt einfach, weil ich Lust drauf hatte, so gebrauchte Sammlungen letztlich gekauft, auch auf Kleinanzeigen, um dort anzufangen, fertige Decks. Die Produkte sind einfach deutlich billiger wie jetzt Magic the Gathering und es ist ein wirklich klasse Spiel. Ich war jetzt letzte
Woche auch bei einem kleinen Turnier das erste Mal, habe dann Leute kennengelernt, die mir das Spiel auch ein bisschen gezeigt haben. Und das ist einfach mal so ein frischer Wind, wirklich ein neues Spiel mal kennenzulernen, kann ich jedem nur empfehlen. Und es verbessert wahrscheinlich auch dich als Spieler, wenn du da in verschiedenen TCGs unterwegs bist und ein bisschen andere Denkweisen vielleicht bekommst. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und anstatt überteuerte Magic-Produkte zu kaufen, kann man sich vielleicht in anderen TCGs, die einem auch irgendwie spannend vorkommen, sich vielleicht dort ein bisschen eindecken und dort investieren, wenn du zum Beispiel Boxen einfach zulassen möchtest und nicht gleich öffnen möchtest. Und vielleicht dir auch ein bisschen Wertzuwachs dabei erhoffst. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen hoch, das hilft dem Kanal. Rob, der magische Investor, Peace out.